Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Scrap Mechanic zusammen mit dem lieben Jonas und meiner Freundin neben mir. Keiner von euch sagt Hallo. Was seid ihr für unhöfliche Menschen? Ja, ich dachte, dass sie Hallo sagt. Und sie hat jetzt Hallo gesagt. Also, Leute, wir haben folgende Infos bekommen. Also als Kommentare. Ich finde es ja mega cool, dass es mit euch so gut funktioniert, dass ihr wirklich Kommentare runterschreibt, um uns zu helfen. Das ist auf jeden Fall mega nice. Freue ich mich wirklich mega, weil ich finde es sau cool, wenn die Community mitmacht. Also gerne immer weiter Kommentare schreiben, ich finde es voll cool. Mir wurde gesagt, dass es angeblich funktionieren soll, wenn 4 Reifen dazwischen sind. Dann wurde mir noch als Kommentar gesagt, dass es ein Bug ist, dass manchmal funktioniert das Schweißen und manchmal nicht. Und gab's noch einen Kommentar zu den Reifen, Jonas? Musste ich wieder so machen, als ob der Größte wärst, ne? Ja, bist du aber nicht, Kollege. Ah, guck mal, aber mit 4 Reifen geht's echt. Also ich habe jetzt mal 4 Reifen hier genommen, damit ging's echt. Mir tut gerade die Person leid, die den Kommentar geschrieben hat und so ziemlich alle anderen auch, die dann die ganze Folge angeschaut haben, 20 Minuten lang, wie du versucht hast, das zu machen. Ja. Und es wäre so einfach gewesen. Ja, ich gucke jetzt gerade nochmal, ob es wirklich daran lag. Oder ob es jetzt einfach durch eine neue Aufnahme generell funktioniert. Weil sonst könnte es ja sein, dass das Ergebnis hier verfälscht wird. Ja, weil das ja, so weil ich habe jetzt nur 2 Reifen und das geht trotzdem. Okay. So ist es nämlich. Aber du siehst, ich habe schon ganze Arbeit geleistet, Jonas. Ja, während ich feiern war, ne? Ja, genau, du warst ja letztes Mal feiern. Ja, sorry, warum hast du das eigentlich jetzt weggenommen, diesen, mein... Damit die Motoren funktionieren. Aufzug. Ja, aber ich muss den gerade auf dem Aufzug haben. Ja, dann musst du wohl kurz warten, bis ich hier... Ich kenne das Wort warten nicht. Weißt du, ich kann jetzt halt die ganze Folge wieder nichts machen, weil wir sollten es schon mal bald fertig bekommen. Nein, nein, ist ja alles kein Thema. Ich bin nur dabei, hier eben die Räder ranzumachen. Da sind wir jetzt die vorderen schon mal dran haben. Bei den hinteren müssen wir noch überlegen, wie wir es machen, weil eigentlich müssen wir Doppelreifen machen. Das heißt, ich müsste eigentlich die anderen beiden auch nochmal machen. Da ich darauf aber keinen Bock habe, lassen wir es einfach. Okay, das ist eine gute Idee. Ich finde die Federn immer schön. Boah, das quietscht hier so übertrieben. Ja, das ist so ein bisschen wie, weil es gab bei SpongeBob eine Folge, wo er sich so Gummistiefel geholt hat. So ungefähr hört sich das an. Na, Hauptsache die Hupe funktioniert, ey. Warum geht denn das jetzt gerade nicht? Was denn? Kannst du mir das mal erzählen? Die, Das Vorwärtsfahren? Die Rampe da, die... Mir fehlt gerade das Wort, aber halt weißt schon, die Kipp-Dings da. Boah, Kipp-Dings. Ist das Geräusch ekelhaft. Zum Glück geht es ja gar nicht auf den Sack auch. Nee, gar nicht. So witzig. Wahrscheinlich hast du da wieder irgendwas verkackt, als ich nicht dabei war. Nein, habe ich gar nicht. Du laberst nur Scheiße, Jonas. Ja, ich werde gerade von der Seite angeschubst, was gibt's denn? Ja, du hast Kopfweh, aber was soll ich denn machen? Ja, die Federn nerven. Ja, ich kann die Federn nicht abstellen. Aber guck mal, Jonas, du siehst, die Lenkung funktioniert schon mal. Zum Glück nicht übertrieben langsam oder so. Nein, das muss so. Das ist der Muldenkipper 2000Y. Bei dem ist es so. Ah ja, ja, das. Da habe ich kürzlich auch drüber gelesen. Ja, deshalb ja. Okay, ja, wir müssen trotzdem hinten Doppelreifen machen. Das heißt, ich muss nochmal 2 bauen. Was ist los? Du kannst ihn. Achso, ich. Mal in der Tür stecken bleibt.
Jedes Mal eigentlich. Ich wollte eigentlich gerade sagen, du kannst denn wieder die das Aufbocken wegmachen, aber das ist ja gar nicht mehr da. Es ist schon weg. Ja, irgendwie balanciert er gerade auf den Vorderreifen, was ich ziemlich witzig finde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich die Breite. Boah, es werden echt so eine Walzen hinten, ne? War schon geil. Hehe. Aber wir lassen einen mal Abstand, damit es ein bisschen, damit man sieht, dass es getrennte Reifen sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich komme einfach auf dieses Jonas. Gummihandschuhgeräusch nicht klar. Das ist so schlimm einfach. Meine Freundin musste gerade von den Kopfhörern weggehen, weil sie so angepisst hat mit ihren Kopfschmerzen. Ja, geil. Kann man gar nicht verstehen. Das ist doch so ein entspannendes Geräusch, dieses Quietschen auf den Ohren. Boah. Was gibt's denn, Jonas? Nix. Brokkolisuppe. Brokkolisuppe ist sehr geil eigentlich. Naja, geht so. Ich finde, wenn die so cremig gemacht ist, dann ist Brokkolisuppe durchaus sehr lecker. Aber weißt du, was es bei mir am Samstag gibt, worauf ich mich schon sehr freue? Was? Nudelauflauf. Richtig Boah, schön dick mit geil. Käse obendrauf. Ja, so wo einfach der Käse so braun geworden ist, so ein bisschen, so knusprig Ja, braun. wo der so richtig einfach fett drauf klebt. Ups. Es ist gerade 23 Uhr, aber ich glaube, das mache ich mir nach der Aufnahme. Nudelauflauf. Ja, weil ich jetzt richtig Bock drauf bekomme. Scheiß Studenten, ey, denen ist es wurscht, wann sie schlafen gehen. Ja, ich habe morgen ab 14 Uhr, also. Also ich darf wieder pünktlich um 8 beginnen. Ja. Ja, bei mir ist es so relativ scheißegal, ich kann morgen auch zu Hause bleiben, aber wäre halt nicht so krass. Nö, ist nicht krass, zu Hause zu bleiben. Nee, ist es nicht. Also, ja, okay, es wäre halt nicht so sinnvoll. Mann, wo ist denn jetzt das Ach, manchmal Teil? frage ich mich echt, warum ich nicht auch einfach mein Abi gemacht habe. Ja, ist halt so. Einfach studieren und dann so, ach, ich gehe heute mal nicht. Nein, aber ich bin froh, dass ich dafür nicht dieses ganze ewige Gelerne Scheiße habe. Weil Ja, manche das Sachen stimmt. sind Man echt muss ein halt sehr bisschen viel lernen. anstrengend. Kommt natürlich drauf an, was man studiert. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, dass mir einiges an Lernen doch zu viel ist dann. Also normal, wenn man halt mal was lernen muss für eine Arbeit oder sonst was, habe ich inzwischen gelernt, dass es durchaus sinnvoll sein kann. In dem Alter von den meisten von den Zuschauern wird es wahrscheinlich noch so sein, so was lernt für eine Arbeit, warum? Oder vielleicht auch noch so sein, dass man Druck von den Eltern bekommt. Darf man ja auch nicht vergessen, ich kenne das ja auch. Dass die Eltern dann kommen und so, hast du schon gelernt? Und dann immer so alle so mit einem Zwinkern im Auge so, ja, ich habe schon gelernt. Hast Glaub du? mir. Da nee, gesagt hat, so aber. hast du überhaupt gelernt? Ja, genau. Das stelle ich mir gerade richtig witzig bei deinen Eltern vor. Das ist ja irgendwie so, Junge, hast du überhaupt gelernt? Also muss zugeben, ich habe mit meinen Eltern gesprochen, nachdem ich ja aus der Schule raus bin. Und meine Ach, Mutter hat seitdem hast du sogar, schon mal mit denen gesprochen? ja, nee, aber seitdem hatte ich auch mal über das Thema von wegen Schule und Hausaufgaben und sowas gesprochen, weil ich ja jemand war, der sie öfter mal gerne nicht gemacht hat. Muss ich ja leider zugeben. Also lasst euch davon nicht inspirieren, sondern macht's besser. Werdet einfach YouTuber. Nein. Ja, genau. Das ist natürlich prinzipiell immer die Ausweichmöglichkeit. Nein, also ganz ehrlich. Ich finde es gut, aber ich glaube nicht, also, boah, das ist jetzt echt schwer zu sagen. Also ich möchte gerne später mein Geld damit verdienen, sagen wir es so. Aber momentan ist es mehr halt eben noch ein Traum. Dass es so kommt. Ich plane zwar darauf zu und
möchte das halt eben gerne in die Wirklichkeit umsetzen, aber bis es soweit kommt, ist es halt eben noch ein weiter Weg. Dafür habe ich aber auch noch 3 Jahre Ausbildung Zeit. Also 3 Jahre noch, dann kann ich vielleicht, wenn ich Glück habe, von leben. Falls Guck mal, ihr mich weiter so gut unterstützt wie momentan. schau mal kurz bitte auf die Ladefläche. Ja, einen Moment. Ich hatte hier was vergessen. So. War ich schon Boah, dieses gewundert. Geräusch, ne? Ja, Ladefläche. Ja, Ich guck mal, schau. wenn der Muldenkipper hier eine süße Muldenkipperin sieht, dann. Ist jetzt nicht dein Ernst. Vor allem, es sah Okay, nicht ja. mal im entferntesten irgendwie in der Art so aus wie das, was du dir darunter vorgestellt hast. Ja, wieso? Was habe ich mir darunter vorgestellt? Dann Dass es fällt da so eine Leiter aussieht. aus, damit sie dann darauf klettern kann. Jonas. Ja, was? Kannst du das Meine bitte natürlich. mal wem anders irgendwie so erzählen? Nein. Nicht mir, weil mir ist es gerade echt unangenehm. Okay. Das kannst du ja Ich mit kann das deinen auch nicht. Muldenkippern ausmachen, aber nicht mit mir. So. Jetzt erzähl mal meiner Freundin, was sie verpasst hat, wenn sie gleich das Headset aufgesetzt hat. Auf jeden Fall sehr viel Gummigequietsche. Ja, du hast Gummigequietsche verpasst und dass Jonas wieder dämliche Witze gemacht hat. Das wollen Ja, wir aber also jetzt mal das nicht weiter verdeutlichen, vorhin weil wusste es ich war auch, aber schon das will eben ich jetzt schlimm nicht genug. sagen. Warum, was ist denn? Nichts, Immer bin ich vergiss es schuld. einfach. Nee, also hast du mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich das nicht. Jonas, sie will's wissen. Ist sie Willi? Ich habe gerade Willi, Willi willst du jetzt. wissen? Oder das war eine saugeile Sendung. Habe ich nie geschaut. Kannst sagen, was du willst, aber ich fand die geil. Weil es war so. Jonas, sag. Ach nee, ganz ehrlich. Ich fand die Ich Sendung glaube. echt mega gut. Willi will's wissen. Also wer die nicht kennt, schaut euch das mal an auf YouTube oder so. Es gibt bestimmt die ein oder andere hochgeladene Folge. Ich Ich glaube, ich mochte habe ein diesen Problem Typen irgendwie entdeckt. voll. Der hat immer so nett gelächelt. Rikus, ich habe ein Problem entdeckt. Das klingt jetzt pedomäßig, ja? Erkläre dein Problem. Dass es immer zerbricht. Das Ding ist zu schwer. Und selbst wenn man Ja. nur so wenig ranbaut, ist es schon zu Das schwer. weiß ich. Ich weiß auch, dass ich eventuell nicht mal damit fahren kann, außer wir bauen ein geiles Getriebe, aber ich weiß noch nicht, wie das gehen sollte, weil Also ich verschiedene weiß nicht, ob. Zahnräder oder sowas gibt es hier ja nicht. Jonas. Ja, nee, warte, kannst du mal bitte auf die Ladefläche draufspringen hinten? Und dann immer so ein bisschen von diesem Metall-Querding da abbauen. Damit ich dann immer wieder aus. Metall-Querding. Nach vorne, also Ja. das da genau so ein bisschen was, damit ich dann ausprobieren kann, wann es zu viel ist. Bau mal diesen einen Klotz, der da so ein bisschen. Okay, es geht immer noch nicht. Ich kann es dir gleich So, zeigen, probier. was ich vorhin meinte. Nein, geht nicht. Was ich Meinst du vorhin wirklich, dass es meinte. zu schwer ist? Nicht, dass du das Ding aus Versehen an die Ladefläche rangebaut hast und es jetzt verschweißt ist sozusagen? Ich glaube es nicht, aber du kannst es ja trotzdem abbauen. Ich meine, Probier so oder mal. so müssen wir es ja abbauen. Nein, geht nicht. So, Mann. Probier mal. Nein. Probier. Nein. Doch, jetzt geht's. Ja, okay, jetzt bauen wir wieder was dran, damit wir sehen, ob es zu schwer war oder so. Aber guck, ich lasse jetzt die Tasten los und es sinkt schon automatisch wieder runter. Und jetzt kommt er kaum noch hoch. Guck, Ja. jetzt geht's nicht mehr. Okay, das ist wirklich, da liegt es daran, dass es zu schwer ist. Deswegen sage ich, wir müssen das irgendwie mit dem Motor machen. Ja, wir haben es ja jetzt schon mit dem Elektromotor und der ist sogar noch stärker als der andere Motor, der Benzinmotor. Und Ja, wenn das der irgendjemand Motor in die schafft's ja, der Beschreibung schreibt. Elektromotor schafft's ja auch noch nicht mal, die Sachen hier anzutreiben. Geht es Ja, und wenn jetzt eventuell? irgendjemand, Leute, ganz Nee, kurz, das zeig hatten das wir mal auch im schon. Inventar, damit nicht wieder 20 Kommentare kommen, dass der andere Motor stärker ist. Ja. Das stimmt halt einfach nicht so. Ja. Was soll ich jetzt da sagen? A slow Ja. engine with a lot of strength. Also,
eine genau. langsame, eine, ein langsamer Antrieb mit viel Kraft. Das andere ist mit einer Fixed Speed. Fixed Speed ist ja eigentlich fixiert, oder? Jonas? Was? Fixed Speed steht beim anderen Motor. Ja, genau, aber das ist halt fixiert, ja oder? Und? Ja, da ist halt die Geschwindigkeit fix und nicht die Kraft. Und Adjustable Power. Was heißt Adjustable? Anpassbar. Das heißt. Warte, ja, das bringt Skala mich gerade. Beim einen kannst du die Kraft einstellen und beim anderen kannst du die Geschwindigkeit einstellen. Ja, und jetzt überlege ich gerade, ob vielleicht die aber teilweise recht haben, weil vielleicht das Höchste bei der Power vielleicht, sag ich mal, stärker ist als beim Elektromotor. Aber wir haben es ja eigentlich schon ausprobiert, aber du weißt ja nicht, ob durch ein Update sich irgendwie was verändert hat oder so. Also weißt du, was ich meine? Ja. Jonas, ich weiß immer noch nicht. Ja, guck mal auf die Ladefläche kurz. Ja, ich guck auf die Ladefläche. Guck mal, der ignoriert mich voll. Will dir das erklären gerade. Vorhin habe ich nämlich gesagt, wenn unser Muldenkipper eine süße Muldenkipperin sieht, dann passiert das hier. Oh. Ja. Okay, das war voll krass. Okay, das war jetzt das, ja. Ich kann durch die Räder durchlaufen, das ist ja cool. Okay, damit wäre wieder was geschafft. Jonas, eigentlich bedeutet das ja nur, dass er sie dann abwirft, oder? Er wirft was ab. Ja, genau, ja. Au. Jetzt habe ich auch noch einen Klatscher auf dem Hinterkopf bekommen. Jetzt brauche ich Metall. Jetzt sagst du nicht, was ich mache, oder was? Nee, wenn du nett bist, sage ich das natürlich nicht. So. Heißt das, du sagst auch nicht, dass ich immer dir leckeres Essen mache, wenn du heimkommst? Nee. Das sagt er dauernd in den Aufnahmen. Ja, weil es auch dauernd darum geht. Ja, ist halt so. Eigentlich ist es schon traurig, aber ja. Was ist traurig? Das ist nicht um Essen. Nein, eigentlich reden wir fast gar nicht über Essen. Ja, okay, nicht wirklich, aber halt eigentlich in jeder Aufnahme ist es so, meine Freundin hat mir was zu essen gemacht oder boah, jetzt habe ich Hunger oder ja, wir haben jetzt gerade lecker Würstchen gegessen. Ja, aber das muss ja auch mal gesagt werden. Okay, ganz kurz, soll ich jetzt einfach eine Lage... Ich meine, überleg mal, wenn du jetzt bei Gronkh zuschaust, wie oft redet er denn davon, dass er gerade wieder was reingereicht bekommt oder so? Ja, okay, das stimmt natürlich schon in den Streams. Ja, ist ja jetzt auch egal. Aber jetzt ganz kurz zu meiner Frage. Ja. Soll ich jetzt eine Ladefläche bauen, die so aussieht, als wäre sie krass, aber in Wirklichkeit nicht funktioniert? Weil eine andere Wahl haben wir eigentlich nicht. Auch wenn es schade wäre. Ich bin mir immer noch der Meinung, dass man irgendwie das noch übersetzen kann und sonst was, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr Power rausholen kann. Zum Beispiel, dass du ein LKW-Rad an ein kleines Rad ranpresst oder sowas, weißt du? Dass du das kleine Rad antreibst und damit das große LKW-Rad antreibst und das LKW-Rad wiederum dann die Maschine ja antreibt und man so eine Übersetzung schafft. Warte, welches hatte jetzt Fixed Speed und welches hatte Fixed Power? Fixed Power hatte die normale Engine und Fixed Speed. Nee, an engine with fixed power and adjustable speed ist die electric engine. Und wir brauchen aber fixed speed und adjustable power. Das wäre eigentlich perfekt für uns. Deswegen versuche ich jetzt doch mal mit einer Gas-Engine, weil es dann vielleicht funktionieren könnte. Oh. Einfach dieses Geräusch, ne? Das ist doch schön, das ist doch so entspannend. Ja, ich finde das entspannend. Leute, eigentlich finde ich es gar nicht entspannend, aber ich sage das jetzt einfach mal so, damit ich nicht schuld bin. Ich bin ja eh immer schuld. Nur weil ich hier meine 20 Räder baue. Immer bin ich schuld, immer. So. Richtig, Jonas?
Nee, warte, war richtig. Warum war das hier? Ach, Jonas, was machst du nur? Was war das? Kannst du mal aufhören, hier deine Sachen auf meine Räder zu werfen? Hä? Hey. Ja, dein komisches Zeug hat sich so voll rausgedreht. Ach so, okay. Ja, dann dreh ich's mal wieder rein. Wenn ich die Treppe hochkomme. Bist du zu fett geworden, oder was? Ich weiß es nicht. Dam, da, dam, dam, dam.